This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 28. Lesung aus dem wundervollen ersten Band von drei Bändern Geschichte, Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben, Anfang des 20. Jahrhunderts ins Deutsche übersetzt und von mir Anfang des 21. Jahrhunderts dann gelesen. Wir haben heute den 28. Teil, befinden uns immer noch im 6. Kapitel, das genannt ist die Bettelorden. Wir sind auf Seite 311, wir haben also noch knapp 30 Seiten in diesem Kapitel vor uns, wo es unter anderem geht um der Gegensatz zwischen ihnen, also den Bettelorden und dem Weltklerus. Der Streit wird ausgefochten durch die Universität Paris, ja, da wissen wir, das ist die Sorbonne. Sieg der Bettelorden, unauslöschliche Feindschaft, das sind die nächsten 10 Seiten. Mal sehen, ob wir vielleicht noch ein bisschen weiterkommen. Wir fangen an heute auf der Mitte auf Seite 311, das ist nämlich da der zweite Absatz. Und da schreibt der Autor: Man kann sich leicht denken, dass durch die Übertragung solcher Befugnisse an die Bettelorden ein scharfer Gegensatz zwischen ihnen und der alten Organisation, auf deren Verdrängung die Bettelorden unablässig hinarbeiteten, geschaffen wurde. Doch lag in diesem Umstande nur die geringste Ursache der gegenseitigen Verbitterung. Weit mehr Grund zur Zwietracht bot das Eindringen der Bettelmönche in das Predigt- und Beichtamt. Wir haben gesehen, wie eifersüchtig die Bischöfe das Predigtamt sich immer vorbehalten hatten, aber auch, wie sehr es vernachlässigt worden war, bis der zwischen Anführungszeichen Heilige Dominikus die Beseitigung dieses Mangels, den Antichrist Papst Honorius III. Als eines der dringendsten Übel der Zeit beklagte, sich zum Ziele setzte. Ebenso wenig war die Kirche befähigt, das Beichtamt zu versehen, zu dem das Laterankonzil sie verpflichtet hatte, indem sie dasselbe zugleich den Priestern vorbehielt. Träge und sinnliche Priester, die nur auf die Erhaltung ihrer Einkünfte bedacht waren, ne, alles dreht sich nur ums Geld und die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels, vernachlässigten einerseits die Seelen ihrer Pfarrkinder,
duldeten aber andererseits keine Eindringlinge, die ihren Verdienst mindern konnten. In der volkreichen Stadt Montpellier, das ist im Süden von Frankreich, gab es nur eine Kirche, in der das Sakrament der Buße gespendet werden konnte, so dass die Konsuln 1213 von Innozenz III. Baten, Antichrist Innozenz III. Baten, angesichts der großen Zahl zugrunde gehender Seelen noch 4 oder 5 andere Kirchen der Stadt zu diesem Amte zu ermächtigen. Noch im Jahre 1247 hatte Ypern, das liegt in Westflandern, heute Belgien, mit vielen tausend Einwohnern nur 4 Pfarrkirchen. Sollte die streitende Kirche wieder ihre Pflichten erfüllen und sollte sie von neuem die Verehrung des Volkes erlangen, dann musste notwendigerweise solchen Mängeln abgeholfen werden. Im Anfange seiner Wirksamkeit hatte Dominikus sein Recht zum Predigen auf eine durch die Legaten von Languedoc ihm ausgestellte Vollmacht gestützt. Diese Erlaubnis war natürlich unabhängig von der Zustimmung der Bischöfe. In der Regel von 1228 wird aber ausdrücklich bestimmt, dass kein Bruder ohne vorherige Erlaubnis des betreffenden Diözesanbischofs predigen und auf keinen Fall die Laster des Weltklerus losziehen dürfe. Franziskus bekannte offen seine demütigste Verehrung für den Klerus. Er erklärte, falls er gleichzeitig einem Priester und einem Engel begegnen sollte, so würde er zunächst dem Priester die Hände küssen, zu dem Engel aber sagen, warte, denn diese Hände, die ich küsse, berühren das Wort des Lebens und haben etwas Übermenschliches. Auch er hatte in seine Regel die Bestimmung aufgenommen, dass kein Bruder in irgendeiner Diözese gegen den Willen des betreffenden Bischofs predigen dürfe. Die Bischöfe selbst waren durchaus nicht geneigt, die Eindringlinge willkommen zu heißen. Und Antichrist Papst Honorius III. Musste sich sogar so weit herablassen, die Bischöfe zu bitten, den Dominikanern das Predigen zu erlauben. Zugleich traf er Vorkehrungen, um die Weltgeistlichen zum Studium der Theologie anzuhalten, dadurch, Zitat, auch unter ihnen Priester zu gewinnen. Das Eindringen der Bettelmönche in die Funktion der Pfarrpriester vollzog sich allmählich. Es begann damit, dass den Mönchen das Vorrecht eingeräumt wurde, überall auf tragbaren Altären die Messe zu zelebrieren. Der hiergegen sich erhebende Widerstand wurde gebrochen. Als Antichrist Gregor IX. Im Jahre 1227 seine Thronbesteigung der Welt dadurch kundgab, dass er beiden Orden die Ermächtigung verlieh, überall zu predigen, Beichte zu hören und die Absolution zu erteilen, drangen die wandernden Brüder trotz des Verbotes der Ordensregeln allmählich in jede Pfarrei ein und übernahmen die verschiedenen Pflichten der Seelsorge, trotz des großen Verdrusses der Ortsgeistlichkeit, die mit Eifersucht über ihre Rechte wachte, aus denen ihr Einfluss und ihre Einkünfte herstammten. Das Geld also. Übrigens, ich habe nicht vergessen, Ende Zitat zu sagen, das Zeichen, das Zeichen des Ende Zitats ist noch gar nicht angekommen. Das Zitat sollte aber eigentlich schon abgeschlossen sein. Wiederholte Klagen wurden laut, sie wurden auch bisweilen angehört, in den meisten Fällen aber mit einer nachdrücklichen Bestätigung der Neuerung beantwortet. So, und hier gehen wir in eine Fußnote hinein, die unglaublich viele Dokumente wieder einmal erwähnt, die hier zugrunde liegen und viele Zahlen und alles gibt. Und dann steht ganz zum Schluss lediglich, es gab nicht viele Prälaten wie Robert Grosseteste von Lincoln, der an Jordan und Elias, die Generale beider Orden, also Franziskus und Dominikus, schrieb, sie möchten ihm Brüder schicken, da seine Diözese groß sei und er zum Predigen und Beichte hören Hilfe nötig habe. Das steht hier in einer Fußnote am Ende auf Seite 313. Die Sache verschlimmerte sich noch dadurch, dass die Laien die Eindringlinge überall willkommen hießen und sie ihren eigenen Seelsorgern sogar vorzogen. Ihre feurigen Predigten und der Ruf ihrer großen Heiligkeit führten ihrer Predigt und ihrem Beichtstuhl ganze Scharen zu. Schulung und Erfahrung machten sie zu weit geschickteren Gewissenslenkern, als die Pfarrpriester es waren. Und allmählich befestigte sich bei dem Volke die Meinung, die von ihnen auferlegten Bußen seien heiliger und ihre Absolution viel wirksamer.
Zwar erklärten die Pfründeninhaber, das sei nur deshalb der Fall, weil sie ihre Beichtkinder mit freundlichen Worten beruhigten und zu nachsichtig waren. Demgegenüber machten die Mönche mit Recht geltend, der Grund liege darin, dass die Laien für sich und ihre Frauen die Mönche den trunkenen und unkeuschen Weltpriestern vorzögen. Die Ausbreitung der Orden und die Gründung der Niederlassungen waren im Allgemeinen ebenso einfach wie natürlich. Ein Bettelmönch kam in irgendeinen Ort und stellte, angeblich für einen Tag, seinen tragbaren Altar auf. Seine Predigt lockte die Leute an. Bußfertige erwachten zur Erkenntnis ihrer Sünden, und eilten zur Beichte. Sein Aufenthalt verlängerte sich und sein Amt wurde zu einer dauernden Einrichtung. War der Ort volkreich, so schlossen sich ihm andere Mönche an. Spenden barmherziger Seelen gingen ein. Für eine bescheidene Kapelle und für Klosterzellen wurde gesorgt. Diese vergrößerten sich immer mehr, bis sie zuletzt die Pfarrkirche in den Schatten stellten und auf deren Kosten sich mit Gläubigen füllten. Aber noch unbequemer war es, wenn der sterbende Sünder auf dem Totenbette das Kleid eines Bettelmönchs annahm, seinen Leichnam den Ordensbrüdern vermachte und sie zu Erben seines Vermögens einsetzte. Die Folge davon waren lange und erbitterte Streitigkeiten über den Leichnam, ähnlich denen, welche die Aasgeier um einen gefallenen Kadaver führten. So blieben im Jahre 1247 in Pampelona lange Zeit mehrere Leichen unbegraben liegen, infolge eines heftigen Streits zwischen den Domherren und den Franziskanern. Schließlich einigte man sich dahin, dass den Pfarrpriestern ein Anteil von der Hälfte bis zu einem Viertel der Beute zugewiesen wurde, aber diese Abmachung gab Anlass zu erneuten Zwistigkeiten. Traten solche Streitfälle ein, so pflegte der Papst, so sehr er auch ein Ärgernis zu vermeiden wünschte, immer zugunsten der Brüder seiner Entscheidung zu treffen. Und mit Zorn und Schrecken musste die Geistlichkeit sehen, wie sie allmählich aus all ihren Funktionen verdrängt und der daraus fließenden Erträge beraubt wurde. Im Jahre 1268 brach in Holland und Geldern ein Volksaufstand aus. Durch ihre ersten Erfolge ermutigt, stellten die Rebellen ein Programm auf für eine Reform der Gesellschaft und machten in demselben den Vorschlag, alle Adligen, Prälaten und Mönche zu erschlagen, dagegen die Bettelmönche und einige Pfarrpriester, die zur Erteilung der Sakramente notwendig seien, zu verschonen. Na, das klingt ja beinahe wie eine frühe französische Revolution, ne? Wohl macht die Geistlichkeit einige schwache Anstrengungen, den Diensteifer der neuen Ankömmlinge nachzuahmen, aber die gewohnte Trägheit und Nachlässigkeit ließ sich nicht so leicht überwinden, und so musste sich allmählich ein überaus starker Gegensatz zwischen der alten Ordnung und der neuen herausbilden. Ein Gegensatz, der noch verschärft wurde durch die Gewohnheit der Mönche, die Laster und Verderbnis des Klerus öffentlich anzuklagen. Schon im vorhergehenden Jahrhundert hatte sich der Weltklerus bitter darüber beklagt, dass die Gründung und die Entwicklung des Zisterzienserordens dem Mönchwesen einen neuen Aufschwung gegeben habe, und auf dem dritten Laterankonzil von 1179 hatte er heftige Vorstellungen erhoben und auf die drohende Verarmung der Pfarrpriester hingewiesen. Dieser neue Einfall, den das Mönchtum in die Rechte und Einkünfte des Pfarrklerus machte, war aber noch viel gefährlicher und nötigte ihn, jeden Versuch zu seiner Selbsterhaltung zu wagen. So war denn ein Streit um die Vorherrschaft zwischen den Ortskirchen einerseits und dem Papsttum und seiner neuen Miliz andererseits allmählich unvermeidlich. Auch hier gehen wir noch mal kurz in eine Fußnote, wo steht, dass die Einzelheiten dieser widerwärtigen Streitigkeiten über Sterbende und Tote werden in ergreifender Weise beleuchtet durch einen von Antichrist Bonifaz dem VIII. Gemachten Vermittlungsversuch zwischen dem Klerus von Rom und den Bettelmönchen, das bei Ripoll, Band 2 auf Seite 70 geschrieben steht. Die beständigen Streitigkeiten über diese Sache bildeten eine der neuen Hauptanklage, Die beständigen Streitigkeiten über diese Sache bildeten eine der Hauptanklagen, welche die Franziskaner Spiritualen erhoben. Ja? Und das kann man im Archiv der Literatur für Kirchengeschichte 1886 veröffentlicht lesen. Also
noch mal ein interessanter kleiner Punkt, dass hier der Antichrist Bonifaz der VIII., von dem, den wir ja durch die Bulle Unam Sanctam zur Genüge inzwischen kennen, hier mehr oder weniger versucht hat, den Streit zu schlichten, ne? Einen Vermittlungsversuch zwischen dem Klerus von Rom und den Bettelmönchen zu machen. Ja? Und das führte dann im Grunde zu den Hauptanklagen, welche die Franziskaner Spiritualen erhoben. Die Universität Paris, fährt der Autor fort, war damals der Mittelpunkt der scholastischen Theologie. Weil wir wissen aus anderen Werken, dass wenn wir über die Universität von Paris sprechen, sicher hier in der Zeit des 13. Jahrhunderts, dann sprechen wir über die Sorbonne, ja, die ja auch sehr kritisch gegenüber den Jesuiten eine Zeit lang war. Dürfen wir nicht vergessen, das haben wir bei Griesinger wunderbar gelesen und gelernt. Ne? Die Universität Paris war damals der Mittelpunkt der scholastischen Theologie. Ihrem kosmopolischen Charakter gemäß hatte sie sich allmählich einen europäischen Ruf erworben durch eine lange Reihe ausgezeichneter Lehrer, denen zahllose Scharen von Studenten aus aller Herren Länder zuströmten. Sie galt als ein Bollwerk der Orthodoxie. In jedem Bistum hatte sie Schüler und Graduierte, die mit kindlicher Verehrung an ihr als an ihrer Alma Mater hingen. Alma Mater ist also ihre geistige Mutter. Sie hatte die ersten Sendboten des heiligen Dominikus, die zur Gründung des Ordenshauses nach Paris kamen, freundlich aufgenommen und Dominikaner sogar in ihren Lehrkörper zugelassen. Plötzlich brach ein Streit aus, der, so unbedeutend auch seine Ursache war, Zeugnis ablegte von der Spannung, die schon seit langem zwischen den Bettelmönchen und dem auf den wachsenden Einfluss derselben eifersüchtigen Weltklerus bestand. Zu den von der Universität mit Eifersucht gewahrten Vorrechten gehörte auch ihre eigene Gerichtsbarkeit über ihre Studenten. Nun war bei einem nächtlichen Tumulte ein Student von der Pariser Wache erschlagen und mehrere waren verwundet worden. Die für das Vergehen angebotene Genugtuung wurde als unzureichend zurückgewiesen und die Universität schloss ihre Tore. Die Dominikaner, Bonus Homo und Elias, setzten dagegen ihre Vorlesungen fort. Und als man ihnen befahl, sie einzustellen, sowie den Studenten den Besuch derselben untersagte, wandten sich die Mönche an den Papst, der indessen ihren Appell nicht weiter beachtete. Als die Universität ihre Vorlesungen wieder aufnahm, verlangte man von ihnen, dass sie eidlich gehorsam gegen die Universitätsstatuten geloben sollten, vorausgesetzt, dass in denselben nichts enthalten sei, was ihrer Ordensregel widerspreche. Sie wollten dies nur tun unter der Bedingung, dass ihnen zwei Lehrstühle der Theologie überlassen würden. Die Folge war, dass man sie nach weiteren 14-tägigen nutzlosen Verhandlungen auswies. Nun aber nahmen die Provinziale beider Orden in Paris den Streit auf und wandten sich nach Rom. Antichrist Innozenz IV. Verlangte Zurücknahme der sie schädigenden Vorschriften. Wieder tauchen wir hier in eine Fußnote rein, in der wir lesen, eben schauen, wo jetzt der Text steht, in Betreff der Befreiung der Studenten von der weltlichen Gerichtsbarkeit, das ist ein Buch, das hier aufgeführt wird, dann steht hier Bernard de Gaillac, Paris 1884, gibt eine gute Darstellung von der Organisation des Unterrichtswesens durch die Dominikaner in dieser Periode. Die Dokumente über den Streit zwischen dem Bettelorden und der Universität Paris sind neuerdings bei Denifle Châtelain, Chartularium Universitatis Parisienne, Band 1, Seite 256 fortfolgende, veröffentlicht. Also wieder einmal ein Beweis dafür, wie wunderbar der Autor dieses Buch dokumentiert und bis in die kleinsten Details uns selbst noch die Plätze angibt, an denen wir die Originaldokumente einsehen können, in denen genau das geschrieben steht, was der Autor hier in seinem Buch bestätigt. Ihr müsst mich entschuldigen, was die Fußnoten angeht. Ich habe das Buch ja nicht vorher gelesen und die Fußnoten sind teilweise halt viele Quellenangaben und dann kommt darunter ein kleines Stück Text. Und da ich es nicht vorher gelesen habe, muss ich erstmal kurz eben sehen, was da genau drin steht, um die wichtigen Dinge aus diesen Fußnoten herauszuholen und euch dann vorzulesen. Ihr seht das ja selbst, wo ich den Text runterscrolle, dass die Fußnoten teilweise ein bisschen unübersichtlich sind. Ne?
Aber wir fahren jetzt fort im zweiten Absatz auf Seite 816. Und der Autor sagt, damit war jetzt der Kampf entbrannt. Und die Universität war fest entschlossen, sich nicht mit halben Maßregeln zu begnügen, sondern den Kampf durchzuführen. Sie wollte die Bettelmönche wieder auf die Rechte der übrigen Orden beschränken und sich den Dank der Prälaten und des Klerus dadurch verdienen, dass sie die Bettelmönche ihrer so gefährlichen Privilegien entkleidete. Zu dem Zwecke musste man aber die Gunst Roms zu gewinnen suchen. Um dies zu erreichen, bedurfte es vor allem großer Geldmittel. Rom kriegt man immer nur mit Geld. Wie solche für alle Verhandlungen bei der Kurie nötig waren. Deshalb legten sich sogar die Studenten in ihrer Begeisterung freiwillig eine Steuer auf, um so das nötige Kapital zusammenzubringen. Der Führer der Fakultät in dem Streite war Willem von Saint-Amour, ein berühmter Prediger und Lehrer, gelehrt, beredt und von unbeugsamer Willensfestigkeit. Er wurde zum Heiligen Stuhl gesandt und traf zufällig Antichrist Innozenz zu einer Gemütsverfassung an, die ihm ein geneigtes Gehör von Seiten des Papstes gewährte, als er darlegte, wie sehr die Regeln der Bettelorden geeignet seien, die Seelen ins Verderben zu führen. Antichrist Innozenz war bis dahin zwar ein Freund der Orden gewesen und hatte ihre Vorrechte wiederholt bestätigt und erweitert, zufällig war er aber damals schlecht auf sie zu sprechen. Nach Angabe der Dominikaner entweder deshalb, weil sie einen Vetter des Papstes, den er sehr liebte und den er in der Welt vorwärts bringen wollte, heimlich in ihren Orden aufgenommen hatten, oder weil sie einen anderen Vetter, der in Genua einen befestigten, die Stadt beherrschenden Palast erbauen wollte, den für diesen Zweck nötigen Grund und Boden nicht verkauft und dadurch die Ausführung seines Plans unmöglich gemacht hatten. Wie dem auch sein mag. Auf alle Fälle war das Gemüt des Papstes nicht unempfänglich für die Beweisgründe Willems von Saint-Amour. Im Juli und August 1254 hatte der Papst wiederholt Breven zugunsten der Bettelmönche und gegen die Universität erlassen. Nun aber veröffentlichte er am 21. November die Bulle Etsi Animarum, die bei den Bettelmönchen als die Schreckliche bekannt ist. Ne? Also wir wissen ja den Unterschied zwischen Breven und Bullen. Oder man kann auch sagen zwischen Enzykliken und Bullen. Ich habe heute gerade ein englisches Video gesehen von dem sogenannten Vater Hess. Das ist ein, oder Hesse, das ist ein Deutscher. Anfang 2002 hat er ein einstündiges Interview gegeben, sehr interessant, habe ich mir gerade angeschaut. Und der hat den Unterschied erklärt zwischen Breven und Bullen oder zwischen Enzykliken und Bullen. Bulle, eine Bulle, eine päpstliche Bulle ist also das Gesetz, das der Papst spricht, und ein Enzyklikal ist einfach nur eine Lehre, die der Papst ausspricht. Und zwischen Gesetz und Lehre ist natürlich ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und ich sage das hier mit den Breven auch, weil das, was man früher die Breve nannte, ist das, was man heute, denke ich, die Enzykliken nennt. Soweit mir bekannt ist. Sollte ich mich darin irren, dann entschuldige ich mich dafür. Aber es gibt immer diese zwei unterschiedlichen Schriftstücke des Papstes. Die Breve oder Enzyklikal auf der einen Seite und die Bulle auf der anderen. Nun aber veröffentlichte er am 21. November die Bulle Etsi Animarum, nachdem er davor bereits Breven erlassen hatte, die bei den Bettelmönchen als die Schreckliche bekannt ist. In dieser Bulle wurde den Mitgliedern aller religiösen Orden verboten, an Sonn- und Festtagen die Pfarrkinder anderer Kirchen in ihre Kirchen zuzulassen. Ferner sollten sie ohne besondere Erlaubnis der Pfarrgeistlichen keine Beichte hören. Sie sollten in ihren eigenen Kirchen vor der Messe nicht predigen, um nicht die Pfarrkinder vor dem Besuche ihrer Pfarrkirche abzuhalten. Endlich, also schlussendlich, sollten sie nicht in den Pfarrkirchen und nicht zu Zeiten predigen, wenn die Bischöfe zu predigen beabsichtigten oder durch andere predigen lassen wollten. Auch hier gehen wir noch mal kurz in eine Fußnote, wo der Autor sagt, Willem von Saint-Amour hatte mehrere Pfründen. Nicht zufrieden mit einer Domherrenstelle in Beauvais und einer Pfründe mit Cura Animarum, erlangte er im Jahr 1247 von Antichrist Innozenz IV. Die Ermächtigung, noch eine andere Kirchenpfründe anzunehmen. Also er scheffelt mehr und mehr Geld für sich selber zusammen. Ne? Die Bulle war in der Tat schrecklich.
und erschütterte mit einem Schlage das ganze Gebäude, das mit so unendlicher Mühe und Selbstverleugnung errichtet worden war. Um der Gefahr zu begegnen, wandten sich die Dominikaner nicht nur an die bedeutendsten und klügsten Männer des Ordens, sondern sie riefen auch den Himmel zu Hilfe. Jeder Bruder musste fortan täglich nach der Frühmesse 7 Psalmen und die Litaneien der heiligen Jungfrau und des heiligen Dominikus beten. Bei einer solchen Übung wurde ein Bruder durch eine Erscheinung der heiligen Jungfrau ermutigt, die sich an ihren Sohn mit der inständigen Bitte wandte, Zitat, »Höre sie an, mein Sohn, höre sie an«, Ende Zitat. Und er hörte sie an. Wohl ist die Erzählung der Dominikaner unbeglaubigt, dass Innozenz am selben Tage, an dem er das Crudelissimum Edictum veröffentlichte, von einem Schlaganfall getroffen worden sei. Aber jedenfalls starb der Papst schon 16 Tage nach der Veröffentlichung am 7. Dezember. Ein frommer Römer sah in der Erscheinung, wie seine Seele den beiden geringen Heiligen, Dominikus und Franziskus, ausgeliefert wurde. Der Kardinal von Albano, der aus Feindseligkeit gegen die Orden Innozenz zu seinen Maßregeln geraten hatte, war unklug genug, sich zu rühmen, er habe die Bettelmönche den Bischöfen unterworfen und er wolle sie auch noch den niedrigsten Priestern zu Füßen werfen. An demselben Tage noch brach ein Balken in seinem Hause, er stürzte hinunter und zerbrach das Genick. Es würde wohl ungerecht sein, den Dominikanern vorzuwerfen, sie hätten bei diesen Katastrophen der Natur etwas nachgeholfen. Wenn wir hier um den Jesuitenorden sprechen würden, dann wüssten wir, dass wir da überhaupt nicht dran zögern würden, ne? Und dass wir wahrscheinlich überhaupt nicht Unrecht tun würden. Aber hier hatte, sag ich jetzt mal, das Schicksal wohl seine Hand im Spiel, wie auch immer man das Schicksal hier nennen will. Ob das jetzt Gottes Hand war, ne? Der sich ja auch mit solchen Ungerechtigkeiten beschäftigt und schließlich unendlich ist Gott immer noch in Kontrolle. Also Zufälle sind das nicht und unser himmlischer Vater hat seine Gründe für diese Dinge hier zu machen. Ne? Aber ob der das jetzt hier macht, um die Kirche zu beschützen, das wage ich doch noch ein wenig zu bezweifeln. Jedenfalls, an demselben Tage noch brach ein Balken in seinem Hause, er stürzte hinunter und zerbrach das Genick. Es würde wohl ungerecht sein, den Dominikanern vorzuwerfen, sie hätten bei diesen Katastrophen der Natur etwas nachgeholfen. Immerhin aber rühmen sie sich, einen Papst und einen Kardinal tot gebetet zu haben und erklären mit Stolz die Redensart, Zitat, »Hütet euch vor den Litaneien der Dominikaner, denn sie wirken Wunder«, sei gerade durch diese Ereignisse ein geflügeltes Wort geworden. Also, ich denke, dass wir jetzt sehr gut wissen, welcher zwischen Anführungszeichen Gott da seine Hände im Spiel hatte. Wir wissen ja, dass Satan auch seine Wunder bewirken kann. Und die schreibe ich eher ihm zu. Ja, sicher, wenn es um Mord und Totschlag geht und sicher, wenn es darum geht, den Dominikanern eine so gefürchtete Rolle zuzusprechen, wo eben hier steht, hütet euch vor den Litaneien der Dominikaner, denn sie wirken Wunder. Ne? Also, vorsichtig mit den Dominikanern, geht da bloß nicht gegen an, weil die haben alle möglichen Sorten von Wunder unter Kontrolle, um dafür zu sorgen, dass ihre Wünsche durchgesetzt werden. Das trägt meines Erachtens 100% die Handschrift des Satan. Der Tod des Papstes Innozenz jedenfalls rettet die Bettelorden. Dass sein Nachfolger nach einer nur zweiwöchigen Pause gewählt wurde, war der Fürsorge des Präfekten von Rom zu verdanken, der Wirksamkeit des Heiligen Geist misstrauend, die Väter des Konklave auf halbe Kost setzte und dadurch die schnelle Wahl Antichrist Alexanders IV. Veranlasste. Der neue Papst war den Bettelorden besonders günstig. Als der Franziskanergeneral Johann von Parma dem Papste mit der gewöhnlichen Bitte nahte, er möge einen Kardinal zum Protektor des Ordens ernennen, schlug er die Bitte ab mit den Worten, solange er lebe, brauche der Orden keinen anderen Protektor als ihn selbst. Der Umstand, dass er den Dominikaner Raimund von Pennaforte und den Franziskaner Rufino zu päpstlichen Kaplänen machte, zeigt, wie willig er sich ihrem Einflusse zu unterwerfen bereit war. Am 31. Dezember, 10 Tage nach seiner Thronbesteigung,
richtete er Briefe an beide Orden, in denen er um die Fürbitte und die Vermittlung bei Gott bat. Und durch eine demselben Tage veröffentlichte Enzyklika hob er die schreckliche Bulle seines Vorgängers Innozenz auf und erklärte sie für null und nichtig. So, hier haben wir wieder einmal das Beispiel, dass ein Papst die Bulle eines vorherigen Papstes aufhebt. Auch haben wir gerade eben die Erwähnung einer Enzyklika, also eine Enzyklika ist anscheinend doch etwas anderes als eine Breve, wie ich vorhin erklärt habe. Da gibt es dann halt drei verschiedene Sorten der päpstlichen Schreiben. Nichtsdestotrotz ist die Erklärung von dem, zwischen Anführungszeichen, Vater Hesse, von dem ich euch erzählt hatte, richtig, was die Lehre angeht, dass also eine Bulle eine Gesetzeserklärung dogmatisch ist und eine Enzyklika lediglich eine Lehre des Papstes. Wo wir jetzt die Breven einteilen, ist eine andere Sache. Aber interessant finde ich hier ganz deutlich, wie das hier steht. Ja? Durch eine demselben Tage veröffentlichte Enzyklika hob er die schreckliche Bulle seines Vorgängers Innozenz auf und erklärte sie für null und nichtig. Und eine Bulle ist ja normalerweise direkt Teil des römisch-katholisch-kanonischen Rechts und ist auch unfehlbar. Ja? Und deswegen hat man ja später den Papst auch unfehlbar gemacht, dass er genauso unfehlbar ist wie seine Schriftstücke. Und ich finde das doch schon bemerkenswert, dass hier wieder eine Bulle wieder mal aufgehoben wird. Also die Haltung der römischen Kurie ist, was wir jetzt weiterhin besprechen. Vor einem solchen Richter war natürlich die Sache der Universität verloren. Also die Sorbonne hat da nicht gerade gute Karten. Am 14. April 1255, also 4 Monate später, erschien die Bulle quasi lignum vitae, welche den Streit zugunsten der Dominikaner entschied. Wilhelm von Saint-Amour kehrte indessen nach Paris zurück mit dem festen Entschlusse, den Kampf weiterzuführen. Er und seine Freunde donnerten von den Kanzeln herab gegen die Bettelmönche. Sie hüteten sich zwar, sie zu nennen, aber ihre Anspielungen auf die Pharisäer und öffentlichen Sünder oder auf die Menschen, die nach den Weissagungen der Propheten dem Antichrist vorausgehen würden, waren doch leicht und allgemein verständlich. Die Kirche, so sagten sie, die Kirche sei von neuen und ungeahnten Gefahren bedroht. Der Satan habe gefunden, dass er nichts verdiene, wenn er Ketzer aussende, die leicht zu widerlegen seien, und habe darum das bleiche Pferd der Apokalypse geschickt. Die Heuchler und falschen Brüder nämlich, die unter dem äußeren Deckmantel der Heiligkeit die Kirche in Aufruhr brächten, die Verfolgung dieser Heuchler werde alle früheren Verfolgungen in den Schatten stellen. Noch eine Waffe bot sich ihnen dar und wurde von Wilhelm eifrig aufgenommen. Im Jahre 1254 erschien ein Buch mit dem Titel »Einführung in das ewige Evangelium«, für dessen Verfasser irrtümlicherweise der Franziskaner-General Johann von Parma gehalten wurde. Wir werden noch Gelegenheit haben, auf diese Schrift zurückzukommen und begnügen uns hier mit der Bemerkung, dass eine Partei der Franziskaner stark dem damals auftauchenden Mystizismus zuneigte und dass die Schriften des Abtes Joachim von Fiore, die man damals von Neuem wieder aufleben ließ und eifrig kommentierte, für das Jahr 1260 einen Umsturz der bestehenden Ordnung der Dinge in Kirche und Staat, die Verdrängung des Evangeliums Christi durch ein neues und die Ersetzung der Hierarchie durch die Bettelmönche vorherverkündeten. Also eine Rebellion, nicht wahr? Die Einführung in das ewige Evangelium zog die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich und bot eine zu verlockende Gelegenheit zum Angriffe, als dass man sich dieselbe hätte entgehen lassen können. Die Universität verharrte in fester Entschlossenheit. Vergeblich schleuderte Antichrist Alexander IV. Bulle auf Bulle gegen die Widerspenstigen, vergebens bedrohte er sie mit den mannigfaltigsten Strafen und appellierte zuletzt an Ludwig den Heiligen, ihm den Beistand des weltlichen Armes zu gewähren. Der Klerus von Paris, entzückt über die Gelegenheit, die augenblickliche Unbeliebtheit der Bettelmönche noch zu steigern, schmähte sie von der Kanzel herab und griff sie sogar persönlich mit Drohungen und Schlägen an, so dass sie kaum noch wagten, auf den Straßen zu erscheinen und ihr täglich Brot sich zu erbetteln.
Der Streit wurde immer heftiger, und der unbezwingliche Saint-Amour schrieb, unbekümmert darum, dass der Papst den König um seine Verhaftung und Einkerkerung gebeten hatte, eine Abhandlung mit dem Titel »De periculos novissorum temporum«, in der er kühn alles zusammenstellte, was sich gegen die Bettelmönche vorbringen ließ. Er wies darauf hin, dass der Papst kein Recht habe, den Geboten Christi und der Apostel zuwiderzuhandeln, dass aber ein solcher Widerspruch offenbar vorliege, wenn man die bestehende Ordnung der Kirche dadurch umstürze, dass man vagabundierenden Heuchlern und falschen Propheten erlaube, zu predigen und Beichte zu hören. Diejenigen, welche von Bettelei lebten, seien Schmeichler, Lügner, Verleumder, Diebe und Feinde der Gerechtigkeit. Wer behauptete, Jesus sei ein Bettler gewesen, bestreite die Messianität und sei ein Heresiarch, der die Grundlagen des ganzen christlichen Glaubens zerstört. Ein gesunder Mensch mache sich eines Sakrilegiums, also einer Entheiligung, schuldig, wenn er die Almosen der Armen zu seinem persönlichen Nutzen empfange und wenn die Kirche, die den Bettelmönchen erlaubt habe, dann habe sie es irrtümlicherweise getan und müsse ihre Erlaubnis wieder zurückziehen. Sache der Bischöfe aber sei es, ihre Diözesen von diesen Heuchlern zu säubern. Sie hätten hierzu die Macht, und wenn sie es versäumten, von diesem Recht Gebrauch zu machen, dann werde das Blut derjenigen über ihr Haupt kommen, die durch ihre Nachlässigkeit verloren gingen. Auf diese heftigen Angriffe antwortete der Doktor der römisch-katholischen Kirche, Thomas von Aquin und Bonaventura. Der Erstere, also Thomas von Aquin, bewies in seiner Abhandlung Contra impugnantes religionem mit den vollendetsten Mitteln scholastischer Logik, dass die Bettelbrüder ein Recht hätten zu lehren, zu predigen, die Beichte zu hören und zu leben, ohne zu arbeiten. In derselben Weise antwortete er auf die Angriffe gegen ihr sittliches Verhalten und ihre Übergriffe, indem er zeigte, dass sie keine Vorläufer des Antichrists seien. In noch klarerer Weise bewies er den Satz, dass sie ein Recht hätten, ihren Verleumdern entgegenzutreten, die Gerichte zu ihrer Verteidigung anzurufen und, wenn nötig, ihre persönliche Sicherheit mit den Waffen zu schützen und ihre Verfolger zu bestrafen. Dass seine Dialektik imstande war, jeden gewünschten Schluss zuzulassen, wenn man nur seine Prämissen anerkannte, ist allbekannt. Auch bei dieser Gelegenheit ließ sie ihn nicht im Stiche. Auch Bonaventura erwiderte in mehreren Abhandlungen. In seinem Buche De Pauperate Christi beruft er sich allen Ernstes auf das Beispiel Christi, um damit die Armut und Bettelei zu begründen. Sein Libelius Apologeticus und sein Tractatus Quare Fratates Minoris Predixint spielen den Kampf auf das Gebiet des Gegners hinüber, indem sie die Gebrechen, Fehler, Sünden, die Verderbnis und die Schlechtigkeit des Weltklerus offen und kräftig geißeln. Die Ketzer durften ihre Vergehen für gerechtfertigt halten, als sie sahen, wie die beiden großen Parteien der Kirche sich gegenseitig die Wahrheit sagten. Die Gläubigen aber mochten sich wohl fragen, ob diese Parteien überhaupt imstande seien, sie zu ihrem ewigen Heile zu führen. Dieser Wortstreit verlief indessen resultatlos, und die Lösung der Sache erfolgte auf andere Weise. Beim Erscheinen von Saint-Amours Traktat hatte Ludwig der Heilige sich beeilt, Abschriften an Papst Alexander zur Beurteilung zu senden. Die Universität schickte ihrerseits ihre Gesandtschaft mit Saint-Amour an der Spitze nach Rom, um die Verurteilung des ewigen Evangeliums zu fördern. Auch Albertus Magnus und Bonaventura kamen dorthin, um die Sache ihrer Orden zu vertreten, und eine heiße Disputation fand vor dem Konsistorium statt. Schließlich wurde im Juli 1255 zu Anagni durch eine besondere Kommission das ewige Evangelium und seine Einleitung mit gebührender Zurückhaltung verdammt. Andererseits wurde aber auch das Buch Saint-Amours durch die Bulle Romanus Pontifex vom 5. Oktober 1256 für ein lügenhaftes, ereigniserregendes, betrügerisches, boshaftes und verabscheuungswürdiges Buch erklärt. Es wurde der Befehl gegeben, dasselbe von der Kurie
dasselbe vor der Kurie und vor der Universität zu verbrennen. Ja? Bücher verbrennen ist Rom schon immer gut gewesen. Ferner sollte jede Abschrift desselben innerhalb von 8 Tagen zum Verbrennen ausgeliefert und jeder Verteidiger des Buches für einen Rebellen erklärt werden. Die Gesandten Ludwigs des Heiligen und der Universität mussten eine Erklärung unterzeichnen, in der sie dieses Urteil sowie das Recht der Bettelmönche zu predigen, Beichte zu hören und ohne Arbeit von Almosen zu leben, ausdrücklich anerkannten. Alle taten es. Nur Wilhelm von Saint-Amour weigerte sich standhaft. Ferner befahl Alexander allen Lehrern und Predigern, sich dieser Beschimpfung der Bettelmönche zu enthalten und die gegen sie geschleuderten Verleumdungen zurückzunehmen, bei Strafe des Verlustes ihrer Benefizien, ein Befehl, der indessen nur unvollkommen erfüllt wurde. Der Sieg der Bettelmönche war ein vollständiger. Die gibt's ja auch heute immer noch sehr zahlreich, nicht wahr? Die Universität unterwarf sich nur widerwillig der unwiderstehlichen Macht des Papsttums. Nur der hartnäckige Saint-Amour blieb fest. Er wollte nichts von Anerkennung und Zugeständnissen wissen und weigerte sich, gleich seinen Amtsbrüdern zu widerrufen, wenn er auch geschworen hatte, die Mandate der Kirche zu erfüllen. Als er im Begriffe stand, nach Frankreich zurückzukehren, verbot ihm Alexander die Rückkehr und entzog ihm das Recht zu lehren. So groß war indessen die Furcht, die man vor ihm hatte, dass der Papst den König Ludwig brieflich bat, ihm den Zutritt in sein Reich zu verwehren. Doch unterhielt der unbeugsame Theologe vom Auslande her einen so regen Briefwechsel mit seinen Kollegen, dass auch fernerhin die Universität nicht zur Ruhe kam. Vergebens verbot Antichrist Alexander jeden Verkehr mit ihm. Durch eifrig verbreitete, unzarte Reime und Spottgedichte wurden die an der Universität lehrenden Bettelmönche verhöhnt, und als Thomas von Aquin am Psalmsonntag 1259 predigte, unterbrach der Pedell der Universität, Guillot aus der Picardie, die Predigt durch die Ankündigung einer anstößigen Schmähschrift gegen die Bettelmönche. Erst allmählich legte sich der Streit, sein Schlussergebnis bildete ein Brief Antichrist Alexanders vom 3. Dezember 1260. Worin er den Bischof von Paris ermächtigte, all diejenigen, die exkommuniziert worden waren, weil sie Abschriften von Saint-Amours Buch besaßen, zu absolvieren, also die Exkommunikation zurückzunehmen, ja, unter der Bedingung, dass sie die Exemplare zum Verbrennen auslieferten. Hierbei zeigte sich erst, wie groß die Zahl der Rebellen war. Saint-Amour blieb noch immer standhaft im Exil. Clemens IV., der 1264 den päpstlichen Stuhl nach Alexander also bestieg, erlaubte ihm die Rückkehr nach Paris. Er schickte 1266 abermals einen Traktat über denselben Gegenstand an den Papst. Schon vorher, 1265, hatte indessen Clemens seine Gunst dem Bettelorden zu erkennen gegeben durch eine Bulle, in der er in weitgehendster Weise ihre Unabhängigkeit von den Bischöfen bestätigte. Es war daher nicht zu verwundern, dass er auch Saint-Amours neues Buch, als mit dem alten Geiste erfüllt, verwarf. Wilhelm starb 1272 ohne Reue und ohne Widerruf und wurde in seinem Geburtsort Saint-Amour mit allen Ehren begraben, obwohl er noch bis zum heutigen Tage bei allen guten Dominikanern und Franziskanern im Ruf eines Ketzers steht. Ich gehe mal davon aus, dass Saint-Amour die Stadt ist in der Weingegend Beaujolais im Süden von Frankreich. Das ist die einzige Stadt oder Gegend in Frankreich, die ich mit dem Namen Saint-Amour kenne. Bis heute wird er also noch als Ketzer gesehen. Zumindest von den Bettelorden. Das Feuer des Kampfes war von Neuem angefacht worden. Im Jahre 1269. Und diesmal durch einen anonymen Franziskaner, der Saint-Amour angriff. Gérard von Abbeville, neben Thomas von Aquin, Bonaventura und Robert von Sorbonne, einer der 4 berühmtesten Theologen seiner Zeit, erwiderte mit einem Angriffe auf die Lehre von der Armut und seiner Verteidigung des Rechts auf Eigentum. Bonaventura antwortete mit seiner Apologia Pauperum,
Also eine Entschuldigung der Armut. Ne? Pauperum steht für Popre, arm. Apologia steht für Entschuldigung. Einer beredten Verteidigung der Armut. Ja, steht hier. Hätte ich ja gar nicht selbst übersetzen müssen. Die Geschichtsschreiber des Franziskanerordens berichten mit unverhohlener Freude, Gérard habe von der Logik seines Gegners überwunden und von der Rache Gottes getroffen, habe er den Verstand verloren, sei gelähmt worden und schließlich elendig am Aussatze gestorben. Der Aussatz, das ist die Pest. Ne? Hier geht es auch noch in eine Fußnote mit hinein. Mal eben schauen. Da steht dann auch noch, als im Jahre 1632, also das ist ja nun ein bisschen später, wir sprechen hier über Mitte des 13. Jahrhunderts oder 1270, also Ende des 13. Jahrhunderts, jetzt hier 1632, als im Jahre 1632 eine Ausgabe von Saint-Amours Werken in Konstanz, Paris, also das ist dann anscheinend Konstanz, anscheinend hier ein Stadtteil von Paris erschien, bewogen die Dominikaner den damaligen französischen König Ludwig den 13. dieselbe zu unterdrücken. Alle Exemplare wurden beschlagnahmt, jeder Besitzer eines solchen mit einer Geldbuße von 3000 Livres belegt und der Verkauf seines Exemplares für ein Kapitalverbrechen erklärt. Das können wir beim Historiker Monsheim nachlesen, von dem wir ja schon einiges in der Vergangenheit gehört haben. Das Werk Pericula Novissimorum Temporum wurde indessen mit zwei Predigten Saint-Amours in der Antilogia Papae des Wolfgang von Weißenburg in Basel 1555 gedruckt. Neu gedruckt wurde es in London 1688 und von Brown in seinem Facilius Rerum Expedientum et Fugarium 1690 auch aufgenommen. Also die Schriften von dem Ketzer, die sind immer noch im Umlauf, obwohl sie damals verbrannt wurden und haben auch immer noch ihre Anhänger wahrscheinlich, die diese Bücher immer noch lesen. Ein solch gelegentlicher Ausbruch des Streites änderte übrigens nichts an der Tatsache, dass die Bettelmönche auf der ganzen Linie den Sieg gewonnen hatten. Die Angriffe der Bettelorden hatte eine tiefe und weitgehende Feindschaft gegen sie in allen Klassen des Klerus erregt, der nicht nur um seinen Reichtum, seine Privilegien, seine Autorität bei dem Volk gebracht zu werden fürchtete, sondern auch mit Recht besorgen musste, dass diese neue päpstliche Miliz ihn Rom gänzlich unterwerfen und ihm den letzten Rest von Unabhängigkeit rauben würde, den ihm die früheren päpstlichen Übergriffe noch gelassen. Hier sehen wir wieder mal, wie diese Bettelorden, Franziskaner und Dominikaner, wirklich die Vorstufe der Jesuiten sind. Und das werden wir noch weiter sehen, weil die Dominikaner werden ja jetzt in kurzer Hand die Inquisition sich unterwerfen. Und das wissen wir ja auch, dass die Jesuiten die Großinquisiteure par excellence inzwischen sind. Also, lesen wir weiter hier. Als daher die Emporkömmlinge den Kampf mit der mächtigeren und berühmten Universität Paris aufnahmen, dieser leuchtenden Sonne, die, wie Papst Alexander IV. Erklärte, das Licht der reinen Lehre über die ganze Welt verbreitete, diesem Körper, aus dem, wie aus des Vaters Schoß, das edle Geschlecht der die Christenheit erleuchtenden und den katholischen Glauben aufrechthaltenden Doktoren hervorgegangen sei, da mochte man wohl glauben, dass das Schicksal dieser schnellen Eindringlinge besiegelt sei. Indessen, obwohl alles gegen sie aufgeboten wurde, Gelehrsamkeit und Witz, die Verehrung für bestehende Einrichtungen, die Gunst des Volkes, das schon lange bestehende Recht der Fakultät auf Ordnung ihrer inneren Angelegenheiten, so war doch alles gescheitert an der Standhaftigkeit der von der Gunst Alexanders unterstützten Bettelmönche. Nun, da die Universität Paris sowohl die Sympathie aller Prälaten der Christenheit ihr zur Seite stand, im Kampf unterlegen war, blieb keine weitere Hoffnung mehr übrig, jemals gegen diejenigen wieder anzukommen, die nach Aussage des Papstes, Zitat, mit Wohlgeruch gefüllte goldene Gefäße waren. So beschreibt der Papst die Bettelorden. Mit Wohlgeruch gefüllte goldene Gefäße.
wir bibelgläubigen Christen wissen, glaube ich, was wir mit einer solchen Aussage machen können und wohin wir sie stecken können, nicht wahr? Wohl machte sich hier und da noch einmal ein krampfhafter Widerstand geltend. Eine Bulle Antichrist Clemens IV. Vom Jahre 1268, worin er den Bischöfen und den Erzbischöfen und Bischöfen verbot, die den Bettelmönchen übertragenen Vorrechte auch nur zu interpretieren, beweist, dass die Feindschaft bitterer denn je war. Selbst in dem äußersten Winkel von Spanien bezeichnet die Hermandad der Bischöfe und Äbte von Leon und Gazilien im Jahre 1283 als Zweck ihres Bundes den gemeinsamen Widerstand gegen die Anmaßungen der Dominikaner und Franziskaner und die Belästigungen, mit denen sie täglich die Klöster und den Weltklerus heimsuchten. Dieser Letztere pflegte bisweilen noch Anstrengungen zu machen, um die Gründung von neuen Niederlassungen der Bettelmönche zu verhindern oder sie durch schlechte Behandlung zu vertreiben. Das Endergebnis dieser Bemühungen bestand aber lediglich darin, dass er sich den päpstlichen Zorn zuzog. Ein Hoffnungsstrahl leuchtete auf, als der weise und gelehrte Papst Johannes der 21. den päpstlichen Stuhl bestieg. Seine Feindschaft gegen die Bettelmönche trug indessen nicht dazu bei, sein Leben zu verlängern. Ähnlich wie es auch bei Innozenz IV. Der Fall gewesen war, wie später bei den Jesuiten. Ein Papst, der denen nicht gut gesinnt ist, lebt nicht lange. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, nicht wahr? Das Dach des Palastes brach über ihm zusammen nach einem Pontifikate von nur 8 Monaten. Von den frommen Chronisten der Orden wird er als ein Ketzer und Zauberer hingestellt. Um das Jahr 1284 erregte die Auslegung, die einigen durch den neuen Antichristen Papst Martin IV. Gewährten Privilegien gegeben wurde, wiederum den Gegensatz. Die ganze gallikanische Kirche erhob sich, also das ist die französische, ja? Im Jahre 1287 berief der Erzbischof von Reims ein Provinzialkonzil, um den Gegenstand in Erwägung zu ziehen. Nachdrücklich wies er hin auf die vergeblichen Anstrengungen, die er zu einer friedlichen Lösung des Streites gemacht habe, auf die maßlosen Übergriffe der Bettelmönche, auf das unerträgliche Unrecht, das sie dem Klerus und den Laien antäten, und auf die Notwendigkeit einer Appellation nach Rom. Die Kosten einer solchen Berufung waren indessen sehr hoch, und darum kamen die Bischöfe überein, 5% ihres Einkommens beizusteuern, während alle Äbte, Prioren, Dechanten, Kapitel und Pfarrkirchen der Provinz 1% steuern sollten. Der fromme Franziskaner Salimbene berichtet, es seien auf diese Weise 100.000 Turnosen aufgebracht und mit dem Papst Honorius IV. Gewonnen worden. Am Karfreitag 1287 sollte eine Bulle veröffentlicht werden, die den Bettelmönchen das Predigen und Beichtehören untersagte. Die Mönche waren verzweifelt, aber wiederum siegten ihre Gebete, und zwar diesmal die der Franziskaner, ähnlich wie bei Innozenz IV. Die der Dominikaner. Die Hand Gottes, hallo, 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 welcher Gott, von dem wir hier sprechen, nicht den aus der Bibel? Die Hand Gottes schlug Honorius in der Nacht des Mittwoch und er starb am Donnerstag. Die Orden waren abermals gerettet. Doch dauerte der Kampf fort, bis Bonifaz VIII. Die Bulle Martinus IV. 1298 zurücknahm, ohne allerdings damit dem Streite ein Ende zu machen. Antichrist Benedikt XI. War nicht glücklicher und beklagte sich bitter darüber, dass der Streit eine Hydra sei, bei der für jeden abgehauenen Kopf 7 neue wüchsen. Im Jahre 1323 erklärte Antichrist Johann der 22. die Lehre des Johann von Puy, dass die Beichte der Bettelbrüder null und nichtig sei und dass jeder seinem Pfarrer beichten müsse für ketzerisch. Im Jahre 1351 fasste der Klerus abermals Mut zu einem neuen Vorstoß. Vermutlich hatte den Bettelmönchen die Aufopferung, welche sie während des schwarzen Todes zeigten, wobei ungezählte Tausende menschlicher Wesen hingerafft wurden, die Priester ihre Stellen verließen und die Brüder allein die Kranken pflegten und die Sterbenden trösteten, neues Ansehen bei dem Volke verschafft und dadurch den Gegensatz von neuem wachgerufen.
doch sei dem, wie es wie wolle. Eine zahlreiche Deputation von Kardinälen, Bischöfen und niederen Geistlichen begab sich zu Antichrist Clemens dem VI. Und bat um die Aufhebung der Orden oder doch wenigstens um das Verbot des Predigens, des Beichtehörens und des Einziehens von Begräbnisgebühren, wodurch sie auf Kosten der Pfarrpriester ungeheure Reichtümer sammelten. Die Bettelmönche würdigten den Angriff keiner Erwiderung. Umso entschiedener sprach Clemens für sie, indem er ihre angebliche Nutzlosigkeit bestritt und erklärte, dass sie im Gegenteil von unschätzbarem Wert für die Kirche seien. Und wenn, so fuhr der Papst fort, und wenn ihr sie zum Schweigen bringt, worüber wollt ihr dann dem Volke predigen? Etwa über die Demut? Ihr seid ja die stolzesten der Welt, anmaßend und dem Luxus ergeben. Oder über die Armut? Ha, ihr seid ja so habgierig und so begehrlich, dass euch alle Benefizien der Welt nicht befriedigen können. Oder über die Keuschheit? Doch darüber wollen wir schweigen, denn Gott weiß, was jeder tut und wie viele von euch ihre Lust befriedigen. Ihr hasst die Bettelmönche und verschließt ihnen eure Türen, damit sie eure Lebensweise nicht sehen, wenn ihr euren weltlichen Reichtum an Kuppler und Schwindler vergeudet. Ihr sollt euch nicht beklagen, wenn die Bettelmönche weltlichen Besitz von Sterbenden annehmen, denen sie gedient haben, als ihr geflohen waret, oder als sie diesen Besitz für Gebäude verwenden, in denen alles zur Ehre Gottes und der Kirche bestimmt ist, während ihr denselben in Vergnügungen und Ausschweifungen vergeudet. Und weil ihr nicht so gut handelt wie sie, darum klagt ihr die Bettelmönche an, ihr, die ihr zum größten Teil einem eitlen und weltlichen Lebenswandel ergeben seid. Nach einer solchen Strafrede aus dem Mund eines Papstes, der nach Aussage der heiligen Brigitta selbst der Fleischeslust ergeben war, blieb offenbar nichts anderes übrig, als sich zu unterwerfen. Doch waren damit die Prälaten noch nicht zum Schweigen gebracht. Einige Jahre später hielt Erzbischof Richard von Armagh in London mehrere Predigten gegen die Bettelmönche, um deretwillen sie bei Antichrist Innozenz dem VI. Der Ketzerei anklagten. Im Jahre 1357 verteidigte er sich in einer Rede, worin er nicht gerade glimpflich mit ihnen umging. Sein Fall zog sich indessen in die Länge und er starb noch vor Beendigung desselben 1360 zu Avignon. Das war zwar gerade nicht ermutigend für den Weltklerus, aber trotzdem dauerte der Streit fort. So wandte sich 1373 der Franziskaner Guardian von Syrakus an Antichrist Gregor XI. Mit der Bitte um eine authentische Abschrift der Bulle Johannes des 22. gegen die Irrtümer des Johannes von Puy, weil in Sizilien der Weltklerus den Bettelmönchen das Recht bestreite, Beichte zu hören. Im Jahre 1386 wies das Konzil von Salzburg energisch auf die Ärgernisse hin, die durch die ungebetenen und nicht wieder zu vertreibenden Eindringlinge in jeder Pfarrei erzeugt würden. Sie seien Wanderbrüder, die Zwietracht säten und schlechte Beispiele geben. Gleichzeitig beschloss das Konzil, dass sie in Zukunft ohne Erlaubnis des Bischofs und ohne Aufforderung des Pfarrers nicht mehr predigen und Beichte hören durften. Im Jahr 1393 unterbrach der Erzbischof Konrad II. Von Mainz einen Augenblick seine Verfolgung der Waldenser, um in einem Edikte die Bettelmönche als Wölfe in Schafskleidern zu bezeichnen und ihnen das Beichtehören zu verbieten. Auf der anderen Seite behauptete Magister Johann von Gorell, ein Franziskaner, im Jahre 1408 öffentlich, die Seelsorger seien nicht berechtigt zu predigen und Beichte zu hören, da dies Aufgabe der Brüder sei, eine Behauptung, zu deren sofortiger Zurücknahme er durch die Universität Paris gezwungen wurde. Auch hier gehen wir noch mal kurz in eine lange Fußnote, aber da stehen nur Quellenangaben drin. Ganz unten drunter finden wir hier: während des Schwarzen Todes, also während der Zeit der Pest, die da in Frankreich wütete, blieben in Montpellier von 140 Dominikanern nur 7 am Leben.
In Marseille von 160 nicht einer. Bei den Franziskanern sollten damals 124.343 Brüder gestorben sein, was aber offenbar eine Übertreibung ist. Damit gehen wir in den nächsten Absatz, aber den werden wir uns, denke ich, für nächste Lesung aufhalten. Da geht nämlich der Streit weiter. Da geht es ja immer noch um Widerstand des Weltklerus in den Bettelorden. Der Streit schien kein Ende nehmen zu wollen. Da werden wir dann nächstes Mal in der 29. Lesung dieses Buches fortfahren. Für heute ist das genug und wir haben dann für nächstes Mal noch knapp 13 Seiten, um das Kapitel zu beenden und dann in das 7. Kapitel zu gehen, das den Titel trägt, die Gründung der Inquisition. Da gehen wir dann wirklich ans Eingemachte, so langsam aber sicher ran. War eine sehr interessante Lesung heute für mich. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ich hoffe, das Video war einigermaßen ansehbar, weil viele Bilder gab es da noch nicht, die ich da einkleben konnte heute. Aber mir kommt es auch ehrlich gesagt bei dieser Lesung wirklich mehr auf das gesprochene Wort an als auf die gezeigten Bilder in dem Video. Von daher hoffe ich, dass ihr einiges gelernt habt darüber, wie die Franziskaner und die Dominikaner zwar Schwierigkeiten hatten, sich durchzusetzen, aber im Endeffekt immer gesiegt haben. Ja? Von Bettelmönchen, von Bettlern ist da im Grunde nicht mehr viel übrig geblieben. Es geht immer nur um den schnöden Mammon. Es geht immer nur um das Geld, selbst innerhalb der Kirche. Das hat die Kirche schon immer entzweit, das wird die Kirche immer entzweien. Geld, 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 Geld. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Das steht in der Bibel. Und deswegen verbleibe ich mit meinem Gruß. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha. Exalt his name together.